Hallo ihr Lieben, ich war wirklich lange nicht mehr so excited über eine Sorte, die ich mir an Eis holen werde. Und zwar ist da vorne Van Loon. Die haben ein Mac and Cheese Eis und ich liebe Mac and Cheese. I'm a sucker for Mac and Cheese, wirklich. Das hat keine Chunks, das heißt, die muss ich mir dann noch hinzufügen. Aber oh mein Gott, ich freue mich so sehr drauf. Da ist Van Loon hinter mir. Stellt sich scharf, aber ich freue mich sehr drauf. Und jetzt gehe ich da mal rein. Okay, ihr Lieben, es passiert wieder was, wo ihr sagen werdet, sie hat einfach so einen Knall. Ich habe einen Eisknall, das wisst ihr. Und mit dieser Sorte ist es, glaube ich, mit das Krasseste, was ich je gemacht habe, weil ich habe so eine Sorte selbst schon letztes Jahr gemacht. Das ist daran gescheitert, dass ich immer Chunks haben möchte und ich, richtige Nudeln reingemacht habe. Wohlwissend, dass das sowieso steinhart wird. Ich dachte, vielleicht klappt es ja doch, ist aber nicht. Ich fand meine geschmacklich damals richtig geil. Ich habe ein Mac and Cheese Eis gemacht, als ich das letzte Mal ziemlich genau in diesem Raum war, eins oben drüber. Und ich habe es gefeiert, nur die Chunks waren halt viel zu hart. Und als ich jetzt weg war und nicht mehr in den USA, habe ich gesehen, dass Van Loon, also eine Firma auch aus Brooklyn, die ich sehr ganz gern mag, nicht sehr gern, aber ganz gern mag, auch so ein Eis gemacht hat. Und da ist es, Mac and Cheese Eis. Und zwar in Kooperation mit Kraft, der Firma Kraft. Kraft Macaroni and Cheese. Und wie sie den Geschmack hinbekommen? Sie haben das Pulver drin, was quasi im richtigen, also im richtigen, nicht den richtigen, sondern diesen generic, super ungesunden Pulvermixen, sowas wie 5 Minuten Terrine. Nur halt Mac and Cheese Styles gibt es bei uns leider nicht. Ich feiere das total, ich blende euch da oben mal ein Bild ein. Und wir haben hier nämlich Sahne drin, Milch, Zucker, Eier und dann kommt der Kraft Cheese Sauce Mix. Und das ist halt wirklich so ein Käsepulver, so quasi analog Käse, ein bisschen Whey ist drin und sowas. Und das ist quasi alles. Und ich werde mir bestimmt noch ein Stückchen reinmachen. Ich habe mir ein Sugar Cookie Dough gemacht mit Nacho Cheese Chips reingekrümelt, dass sie so ein Crunchy Cookie Dough wird. Und das werde ich da als Stückchen reinmachen. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal das Eis so, wie es verkauft wird. Genau $10 hat es gekostet, anschauen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Ich mache es jetzt mal auf. Okay, eine Sache haben wir noch nicht gemacht, und zwar das gelesen, was draufsteht. Have you ever met someone who didn't smile while eating ice cream? Nein. Or while eating a comforting bowl of Kraft Macaroni and Cheese? Vielleicht. Ich nicht, ich lache bei beidem, ich mag beides. Yeah, we didn't think so. So why not enjoy both at the same time in the same bowl with the same mouth? Das werden wir jetzt machen. You know, you've always wondered what this mashup would taste like. Or at least you do now. Ja, ich habe mich tatsächlich schon eine Weile gefragt, wie das schmecken wird. Deswegen, ich glaube, ich bin eine von den Verrückten, die sich wirklich drauf freut. Ich weiß nicht, wer sonst so die Zielgruppe ist. Wahrscheinlich alle, die so ein bisschen im Foodie-Bereich sind. Und es war auf jeden Fall am Anfang, als es rauskam, voll oft, also überall ausverkauft, habe ich gehört. So große Food-Magazine aus den USA haben da Reviews drüber gemacht. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Es soll auch auf jeden Fall diese Farbe haben, nämlich so gelb. Jetzt machen wir es auf. Ach so, ganz kurz noch. Habe ich erwähnt, wie toll dieser Farbkontrast ist. Wir wollen uns natürlich noch die Nährwerte anschauen. Wir haben 2,5 Servings. Ein Serving sind 119 Gramm, also so ungefähr 300 Gramm sind hier drin, ziemlich genau. Ein Serving mit 119 Gramm hat 290 Kalorien, 18 Gramm Fett, das ist ein Custard-Eis, also mit Eigelb, French Ice Cream heißt es dann immer hier bei Van Loon. 23 Carbs, davon 23 Zucker. Ihr seht, also hier ist viel Zucker drin, es wird also wirklich süß-salzig. Das ist so krass, das ist jetzt süß-salzig. So doll, wie es quasi nur geht im Eis, was man kaufen kann. Außer ich mache selbst. Und dann mit 5 Gramm Protein. So, und jetzt machen wir es wirklich auf. Ich bin so gespannt. Es könnte jetzt halt richtig, richtig schlimm werden. Obwohl ich glaube, dass ich noch eine von denen bin, die es wahrscheinlich sogar feiern, weil ich ja sowas auch schon zumindest mal versucht habe zu machen. Es sieht wirklich aus wie so ein Eigelb, oder? Guck mal. Also, ja, finde schon.
Natürlich habe ich nicht wirklich Angst davor. Ich habe eher Angst davor, dass es mir nicht schmeckt, weil ich mich schon sehr drauf freue. Bin ich weird? Ich weiß. So. Boah, ja. Es ist auf jeden Fall luftiger. Wartet mal, wenn das jetzt so schlecht fokussiert, dann schalte ich mal kurz um. Okay, vielleicht kriegen wir es hin. Krass. Es ist süß, aber es ist salzig. Und es schmeckt sofort nach Mac and Cheese. Aber es ist halt trotzdem Eis. Und was ich tatsächlich auch rausschmecke, ist Eigelb. Ich schmecke Eigelb fast genauso doll raus wie diese Mac and Cheese Soße. Oder der Geschmack ist einfach so ähnlich. Aber seht ihr, wie gelb der Löffel sogar vom Eis hier? Krass, und der ist Gold. Ich feier's. Ich finde, das Eis ist nicht dicht genug. Also ich komme jetzt wieder mit einer Kritik, die eigentlich, ja, mit dem Geschmack nichts zu tun hat, weil der ist geil. Ich habe nichts dran auszusetzen. Ich könnte es weglöffeln, und zwar, glaube ich, so ein Eis könnte ich mehrmals die Woche essen. Das heißt, wir müssen irgendwie in Deutschland an Mac and Cheese Pulver kommen, weil es muss dieser künstliche Geschmack vom Pulver sein. Aber vielleicht geht es auch mit richtigem Gouda, so einem Cheddar, so einem richtig alten. Wir müssen auf jeden Fall da rankommen, weil ich muss es in Deutschland machen, weil ich das jetzt öfter essen will. Und vor allem brauche ich da Mix-Ins. Schreibt mal drunter, was ihr da reinhauen würdet. Ich hatte so ein paar wilde Ideen. Eine Idee war, dass ich Onion Rings mir kaufe. Oder French Fries und die in Schokolade trinke und die da reinmache. Aber natürlich schön, upsie, karamellisieren vorher. Die andere Idee war, dass ich... was hatte ich noch für eine Idee? Ich wollte... Genau, ich hatte noch überlegt... Reese's reinzumachen, so Munchies-mäßig, dann mit M&M's und solchen Sachen. Dann hatte ich überlegt, Ritz Cracker Swirl und Cheese Ritz Cracker oder Peanut Butter Ritz Cracker, also die mit dieser Füllung reinzumachen. Geröstete Zwiebeln könnte ich mir richtig gut vorstellen oder halt wirklich einfach nur süß. Sowas wie einfach nur Sugar Cookie Dough. Vielleicht sogar Gingerbread. Nee, es wäre zu komisch, Gingerbread Cookie Dough. Aber ja, das waren so meine Ideen. Schreibt ihr mal drunter, was ihr reinmachen würdet. Und ich mix mir da jetzt auf jeden Fall was rein. Mal schauen, was es wird. Das ist mein Chips Sugar Cookie Crunch, den ich reinmache. Und Sugar Cookie Cookie Dough. Also wie ihr sehen könnt, habe ich da jetzt meine ganzen Stückchen reingemacht. Mein Cookie Dough und meinen selbstgemachten Zucker. Und es sieht einfach nur aus wie flüssiger Käse, dieses Eis. Und das ist so lecker. Ich feiere es total. Ich finde es richtig besonders und toll. Und es ist wirklich... Ich will das in Deutschland. Ich muss es selbst machen. Ich weiß, ich bin crazy, aber es schmeckt wirklich gut. Ich muss auch sagen, ich war aber auch immer so ein Mac-and-Cheese-Typ. Leute, wenn ihr wüsstet, wie ich dieses Eis gerade feiere, das ist für mich gerade die Entdeckung mit dem Double the Dough von The Social dieses Jahr. Ich bin gerade schon am Googlen, während ich das Eis esse. Kraft Mac-and-Cheese Powder in Europa. Man schmeckt halt das Ei wirklich raus. Das muss man schon mögen. Aber diese Mischung aus Ei und Käse und trotzdem süß ist wirklich gut. Vor allem mit meinem Mix-Ins hier, mit meinem Sugar Cookie Dough und dem Cookie Dough Chips Caramel Swirl. Wisst ihr, was hier auch richtig geil drin wäre? Frosted Flakes Cornflake Crunch wie in dem Cereal Milk Eis von der Milk Bar. Vielleicht sogar goldene Oreos. Es braucht auf jeden Fall ein salziges, aber auch noch ein süßes Mix-In. Ich will mehr.